Einen wunderschönen guten Tag, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von FM23 mit dem selbst gegründeten Verein Fenris Angelroder. Ab sofort ohne Webcam, also ohne Kamera, weil ich mich da doch schon gerne mal beim Spielen nach vorne lehne. Nanu. Und da mein Gesicht immer zur Hälfte fort ist, das ist immer ein bisschen blöd. Deshalb machen wir es einfach ohne, ist ja nicht so schlimm. Es sei denn, ihr möchtet wieder, dass ich die Kamera anmache, dann schreibt es gerne in die Kommentare. So, wir waren hier in der letzten Folge, hatten wir hier noch gegen den ersten FC Fuchsstadt ein Unentschieden gespielt im Testspiel. Und sind jetzt quasi auf dem Weg zum, was stand hier, Thüringen-Pokal, glaube ich, gell? Thüringen-Liga, das ist quasi schon das erste Ligaspiel. Ach du großer, ach, um Gottes Willen. Thüringen-Liga, das ist dann schon das erste Ligaspiel. Das heißt, wir haben noch keinen weiteren Stürmer, nichts, gar nichts, gell? Also maximal abgelehnt. Okay, wir probieren das mal. Wir brauchen ja mehr Geld für die Scouts. Mehr Gehaltsmittel, Mitarbeiterrolle, wir sind froh. Daher werden wir weitere Gelder zur Verfügung stellen. Wir sind froh, dass wir ein so produktives Team... Nice. Ja, geil. Jawohl. Haha. Mehr Gehälter für Scouts. So. Personalsuche. Da habe ich doch hier sogar noch den Scout drin, ne? Charles Pujol, ja genau, alles klar. Suche bearbeiten nochmal. Ist höchstens 5. Wieso wird mir das dann hier angezeigt? Weltreputation annehmbar. Okay. Recht gut. Gut. Bedingungen hinzufügen. Routing. Kenntnisniveau Land. Deutschland. Ist mindestens erweitert. Okay. Beliebig. Ist höchstens 5. So. Und da dürfte jetzt hier keiner von Barcelona kommen, genau, weil das macht ja gar keinen Sinn. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir, na gut, der ist aber auch kein Scout. Hier hat man einen Scout. Osman irgendwas. Das ist ein Stürmer. Was? Wieso wird mir hier ein Stürmer angezeigt? Als Scout. Lol. So, der hier hat Spieler beurteilen 5, 5, Disziplin 11, Anpassungsfähigkeit 10, das ist schon mal gar nicht mal so verkehrt. Der ist aber auch leider schon 65. Hier ist schon eine Anfrage. Vertragslos. Der hat nur 4 zum Beispiel. Also ist das ja. Ich weiß irgendwie nicht, was ich hier mit einem Spieler soll. Weil. Weiß ich nicht. Der hat auch hier nur 3 und 4. Also warte mal, da können wir doch mal. Können wir sagen. Ist mindestens 5. 5. So. So, Dieter Schwabe, Scout. Das ist hier schon der 65-Jährige. 33-Jähriger DM, alles klar. Brinkmann. Hier habe ich einen Scout. Anpassungsfähigkeit 5. Ah, Albanien und Deutschland. Gut, Albanien ist mir jetzt eigentlich relativ wurscht. Also, Lushi wäre schon mal hier so ein Kandidat. Das ist auch ein Stürmer. Wir erinnern uns mal an den Namen Lushi. Oh, hier. Ah. Potenzial beurteilen ist hier nur 3, aber dafür hat er
zwei Punkte mehr Spielerfähigkeit beurteilen. Da würde ich doch mal den hier in Dienstlagen geboren. Das ist auch noch ein Deutscher. Der hat bei Schalke gearbeitet. Vertrag anbieten. So, wieso darf ich jetzt hier? Aber der wollte ja sowieso schon. Ich hoffe, der... 3000 Euro. Pass auf. Und dafür darfst du... Okay. 2800. Ich kann es leider nicht ändern. Ich kann hier nur 2600 eingeben. Jawohl, 2600 Euro. Wir haben einen neuen Scout. Sehr gut. So, jetzt haben wir aber auch keinen Chef-Scout, nicht wahr? Transferabteilung. Ja gut, und was bräuchte jetzt quasi ein Chef-Scout? Wissen wir das? Nee, war. Hier ist auch ein Scout. Disziplin 16. Na, lass doch den hier noch nehmen. Als Chef-Scout 4100. Eieiei. So, so werden wir hier zu keiner Einigung kommen wahrscheinlich. Ja, genau. Ich möchte ja, aber es wird leider nichts. Sehr schön. 3500. Zack. Chef-Scout haben wir auch. Dann brauchen wir jetzt noch vor allen Dingen, ihn habe ich jetzt als Chefscout eingestellt, ne? Führungsqualitäten 1. Spielerpotenzial beurteilen 2. Ist jetzt auch nicht so gut eigentlich, aber komm, wir nehmen den jetzt mal hier noch. Vertrag anbieten. Er will auch 4000 Euro haben. Sag mal, was wollen denn die nur alle mit so viel Geld? Haha. So, Klassenerhalt. Kriegst du das Maximum, was ich dir geben kann. Und dafür musst du dann. Musst du hier aber irgendwie. Mir noch mal entgegenkommen. Gut, macht er nicht. Das macht er leider nicht. Er will auch 4000 Euro haben. Sagt, ich kann es leider nicht ändern. So, hier kriegst du den Maximalwert. Und du kriegst noch hier noch. Ja, siehst du. Mach damit. Sehr schön. Gut so. So, Trainerstab. Dann brauchen wir jetzt hier mal Coaching-Attribute. Hier, das löschen wir mal. Coaching-Attribute. Und zwar brauchen wir einen Co-Trainer. Wir brauchen einen Co-Trainer. Wir selber können. Wo ist das hier? Training? Wo war das noch gleich? Trainingsgruppen? Nee. Pläne, Kalender auch nicht. Assistenztrainer. Trainer zuweisen, genau. Was können wir denn gut? Ist jetzt nicht. Wir können gut Technik. Ja, wir können gut Technik. Wir bräuchten. Fitness bräuchten wir. Technik und Taktik können wir gut. Wir bräuchten
Ja, wir bräuchten auf jeden Fall einen Torwarttrainer, das ist klar. Und dann brauchen wir noch, weil ich glaube nicht, dass ich auf meine Stelle jemand melden wird. Torwartspielaufbau, genau. Neue Spielsuche, Aufgabe. Torwarttrainer, angestellt, beliebig, nein, Weltprodukte, Attribute. So, zack, zack, zack. Ist mindestens 10. Oder warte mal. Ist höchstens 10. Okay. So, Verein interessiert vom HSV, ja, nee, ist klar. So, hier hast du doch mal, der ist Sportdirektor, Trainer, Trainer, Co-Trainer, Torwarttrainer. Hier unten hast du Torwarttrainer. So. Genau, jetzt kannst du, ja, kannst ja auch hier. So. Also der hier wird natürlich nicht zu uns kommen, das ist klar. Naja, gut, 15 ist halt aber auch. Ist höchstens 20, ist halt eben auch schon wieder. Da hat sich aber schön was umgestellt. So. Hier. Hier war doch gerade eben, hier stand gerade irgendwas von Erfurt. Ich habe gerade hier Erfurt gesehen. Da. Patrick Ecke ist bei Erfurt Trainer. So, wer ist hier interessiert? Saarbrücken und Dings. Hier ist auch einer interessiert. Hier auch. Hier auch. Alle die, die kein Club haben. Da sind schon welche dran. Dann machen wir das mal anders. Angestellt? Nein. So, Verein interessiert. So, jetzt hast du nämlich hier. Zack. So. Also, du siehst, hier ist überall schon. Hier ist alles schon quasi so, dass du sagen kannst. Ich glaube nicht, dass die zu uns kommen, weißt du wie? So, wer ist hier? Bochum, Regensburg, Darmstadt. Ich meine, das hier wäre natürlich, das wäre Albustin, Torwarttrainer, das wäre. Aber hier, er war beim unbekannten Verein Trainer, also ich glaube nicht, dass Fans Angelrode ein Standard des Clubs entspricht, bei dem ich arbeiten möchte, genau. Und dann geht es nämlich jetzt hier los. Da fängst du nämlich jetzt hier an und suchst dich hier dumm und dämlich. Wir machen mal hier unten. Bei dem hier. Selbst der möchte nicht. Hier mal bis runter. Ja, der möchte wahrscheinlich. Der würde wahrscheinlich sogar wollen hier. Was ist mit dem hier? Was ist mit ihm hier? Was ist mit ihm hier? Oh! Mit ihrem Club interessiert. Ich würde wirklich nur sehr ungern von dort wegziehen. Nicht, er ist nicht interessiert. Achso. Ja, 1-1er brauche ich halt aber eigentlich auch nicht, ne? Also. Also irgendwie. Hier. Hier hätten wir jetzt zum Beispiel einen. Ronny irgendwas, Ronny Pinder, der hätte Bock. Martin Balsam, wie sieht's mit dem aus? Der hat schon wieder keinen Bock mehr. Was ist mit dem? Der hat. Der möchte. Wieso kann ich denn nur 3000? Was ist denn hier los? Ey, sag mal, ganz ehrlich, Transfers. Hier. Was soll das hier? Was habe ich denn hier bitte für ein Gehaltsbudget? Warum kann ich das nicht ausschöpfen? Was soll das denn? Also jetzt mal wirklich ohne Mist. Ich gebe mir hier wirklich die allergrößte Mühe. In irgendeiner Art und Weise. Aha. Naja, also. So, der Herr Özdemir. Der würde eventuell. So.
Maximilian Brandstetter. Nicht interessiert. Roman Henrich würde, und der hat ja auch ein bisschen, der hat gute Dings. So, zweiter Job hat er nicht. Per sofort. 12 Monate. 5.500 €. Ach ja, das ging ja fix. So, Torwarttrainer haben wir also auch. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Co-Trainer. Was braucht denn so ein Co-Trainer eigentlich so an sich? Persönlich? Coaching-Attribute, individuell. Okay. Ich weiß nicht, was ein Co-Trainer so braucht. Training, Co-Trainer. So, hier, machen wir hier. Mach das hier mal weg. Co-Trainer, wir brauchen was in der Offensive. Die Defensive natürlich irgendwo noch. Taktik und Technik kann ich machen. Ist höchstens 10. Okay. Was haben wir hier? Offensive, gell? So, genau. Aber wie gesagt, Robert Rolfsson, der wird wohl nicht zu uns kommen. Denke ich mal. Nicht nach dem, was der schon hatte, genau. So, das sind halt eben. Da brauchen wir nicht so hoch. Hier könnten wir eventuell mal anfangen. Wenn man Siebert, könnten wir mal anfangen zu gucken. So, was brauchen wir denn hier? Co-Trainer, Spielerfähigkeiten beurteilen, Führungsqualitäten. Naja, gut. Vertrag anbieten. Der hat keinen Bock. Also mit dem hier. Dadurch, dass ich halt eben nach einem Trainer gesucht habe, Killer, der ist halt als Co-Trainer nicht ganz so gut, weil er hier Führungsqualitäten und Dings nicht hat. Der ist halt als Trainer ein bisschen besser. Er hat aber auch keine Lust. Ist das nervig. Da ist ja hier Oberösterreich, der ist ja. Der hat die U18 trainiert, ne? Der wird wohl nicht nach Angelroda kommen. So. Na, guck mal hier. Mensch, die haben alle keinen Bock. Kann ich ja irgendwo verstehen, ne? Ich meine. Bin ja jetzt auch kein Weltclub. Er wäre ein guter Athletiktrainer. Co-Trainer wäre jetzt nicht ganz so gut. Er wäre in der Tat ein guter Athletiktrainer. Aber auch der hat keinen Bock. Ah, was ist denn mit ihm hier? Co-Trainer. Italien, San Marino, Deutschland. Gut, das ist mir egal. Der muss ja nicht. Aha! Klaus Gimple, 60. Ach man, oh. Tja. Kann halt aber auch nicht einstellen. Realistischen Transfer, weißt du, wie ich meine? Das geht halt auch nicht. Ist das scheiße, ey. Na gut. Antwort ist nötig. Warum? Was ist hier los? Ronny Pinder. U19 Torwarttrainer.
Wieso U19? Das war doch jetzt gerade der, den ich. Das war doch jetzt gerade der, den ich. Ne, ich hab den Herrn Roman Henrich, genau. Bonnie Pinder ist hier als. U19 Torwarttrainer. Ja. Schön, dass hier. Antwort nötig. Daniel Mausch. Torwarttrainer. Ist das jetzt der, den ich hier gerade. Ist das jetzt der, den ich hier gerade gefunden habe? Daniel Mausch. Auswahlliste Personal. Ne, Roman Henrich ist das, was ich haben möchte. Roman Henrich. 334. Und Daniel Mausch hat eine 522. Das sind 7, 9. 3, 3, 4 sind 10. Okay. €13.500. Das ist ein Vertragswunsch. Das ist schön, dass das ein Vertragswunsch ist, aber. Muss es denn nur so viel sein? Özdemir. Als U19 Co-Trainer. Vor allem kann mir hier eigentlich nur einmal sagen, wo denn hier diese ganzen E-Mails gerade waren. Antwort nötig, stand nämlich nirgendwo. Und gut, da haben wir wenigstens mal für die Jugend ein bisschen was, ja. Immerhin. Auswertung der Trainingswoche. Alles in einem war das eine unterdurchschnittliche Woche. Oh Mann. So, debütiert als Trainer. Jawohl. Pressekonferenz. Kann ich das nicht? Nein, kann ich nicht. Oh Mann, ey. Also, Pressekonferenz zu Beginn. Haben Sie das Gefühl, dass Sie Ihre Ziele mit den Vorstandsvorsitzenden übereinstimmt? Jawohl. Denken Sie, dass Fenders Angeloda mit 3 Punkten die Saison starten kann? Ein Großteil der Experten behauptet, dass die Leistung von Julius Bengenstein der Schlüssel zu einer erfolgreichen Saison sein werden. Der Innenverteidiger. Stimmt diese Einschätzung? So, Teambuilding sehr schlecht. Scheiße! Wenn man einen Blick auf Fenris Angeloder Kader wirft, halten viele Leute Verstärkung auf einer wichtigen Position nötig. Ja. Frisch gebackener Aufsteiger. Spieltag rückt näher, wie groß ist bei Ihnen die Vorfreude? Wissen Sie nach der nun absolvierten Vorbereitung, wie Ihre stärkste Elf aussieht? Wer wird den Titel in der Thüringen-Liga gewinnen? Uff. Ja, Heiligenstadt ist schon. Oft auf einen guten Saisonstart, ja, das hoffe ich auch. So, das erste Spiel, meine lieben Freunde, werden wir aber dann in der nächsten Folge behandeln. Ich wünsche euch weiterhin noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht ärgern und schaltet doch gerne wieder ein zum ersten Saisonspiel dann. Und dann schauen wir mal, wie das hier alles so kommt. Die E-Mails lesen wir dann. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao, tschüss. Ich bin raus. Euer Helmut.